Die IDS ist die weltweit größte Messe für Zahnmedizin und Zahntechnik. Die Initiative ProDente war auch 2011 mit einem großen Informationsstand in den Kölner Messehallen vertreten. Moderne Kommunikation im Dienste des Patienten und zur Erleichterung der Zahnärzte war nur eines von vielen Themen auf dem ProDente Messestand. Mit zu den Höhepunkten der IDS zählte die Preisverleihung der Initiative ProDente am 23. März im Rahmen der Internationalen Dentalschau. Die Initiative ProDente hat sich ja gegründet, um das Thema Zahngesundheit, Zahnmedizin, zahntechnische Versorgung stärker in die Bevölkerung hineinzutragen. Da liegt es natürlich dann sehr nahe, dass, wenn dieser Erfolg da ist, diejenigen, die diesen Erfolg letztendlich zu vertreten haben, nämlich die, die die Veröffentlichungen gemacht haben, auch mal mit einem Preis entsprechend zu würdigen. Den ProDente Kommunikationspreis für PR- und Marketingaktivitäten erhielten 2011 die Zinser Dentaltechnik GmbH und Dr. Manfred Joos. Fachbesucher informierten sich 2011 auf der IDS in Köln. Viele davon auch am Messestand der Initiative ProDente. Und dort wurden viele Fachbesucher im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack gebracht.